Hallo und willkommen zurück zu Far Cry 4. Heute werden wir noch ein paar von den Kyrat-Films machen, nur halt nicht die Rennen, weil die haben wir im letzten Part alle gemacht, sondern jetzt kommen die. Jo, fangen wir am besten an. Fangen wir hier unten an. Die überleben. Ich habe mir gerade so ein bisschen die Achievements von dem Spiel angeschaut und ich muss noch einen Haufen Leute mit Steinen ablenken, aus dem Auto raus töten, verbrennen, und noch ein paar andere Dinge. Deswegen kaufen wir jetzt erstmal Armor. Dann verkaufen wir erstmal das hier alles. Ja. Ah ja, weil die Waffen werden ja auch in einer Dingens aufgelistet. Da frage ich mich aber, ob auch jedes Upgrade darin zählt, weil ich glaube, mir fehlen weniger Waffen, als da drinnen stehen. Also könnte es sein, dass sie jedes Waffen-Upgrade als eine Nummer zählen, könnte man sagen. Muss ich dann mal schauen. Also ich meine, wenn hier auf Fortschritt geht und... War das hier? Oder war das? Genau, hier bei den Waffen. Das sind über 10 Waffen. 14 Waffen. Aber mir fehlen auch gar nicht 14 Waffen hier drinne. Wenn ich jetzt hier gucke, dann fehlt hier eine, die mit diesen Playpoints geht. Dann 3, 4, 5. Das war's. Jede Waffe hat 6 Farben. Das wären dann... Hä? Das war eigentlich auch nicht. Verstehe nicht, was denn hier. Egal. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Feuerwaffen jetzt mal. Will ich fast sagen. Und ehrlich gesagt, ist glaube ich der Flammenwerfer der einzige, der da reinhauen kann. Wo nehme ich ihn denn mit? Nur Seitenwaffen. Ja, hab ich mir gerade schon so gedacht, der wird da nicht reinpassen. Okay, nehmen wir das hier. Gut, einfach damit wir bessere Chancen, was das angeht, haben. Wir werden das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so bald groß benutzen, weil jetzt herrscht ja erstmal diese Kyrat-Films-Quests. okay. Die Royal Army will eine Statistenrolle. Erledige sie, wie du willst, aber so, dass du schnell genug bist. Nach dem Rennen machen wir ein Interview, wo du den Leuten sagst, dass Rennen und Freiheit viel gemeinsam haben. Lol. Mist. Das habe ich jetzt voll abgebremst, aber egal, diese Mission muss man, wenn ich mich richtig entsinne, einfach nur schaffen. Weil es ja nicht wirklich Highscores gibt, so. Ja, perfekt. So, komm, gib mir das Geld. Also gib mir die Zeit. Hier ist ja nicht wirklich auf Timing. Sondern wenn ich mich richtig entsinne, geht es hier nur darum, es zu schaffen. So. Und rein!
Ja, das kann eigentlich nicht was sein, dass man das abschließen können soll, weil. Jetzt. Kurat Films überleben. Dann haben wir hier oben noch eins. Es ist ja keine. Oh, warte mal, hey, wo ist denn das da? Es kann ja eigentlich keine Challenge sein, die man schaffen muss, da in der Mitte, weil 45 Sekunden, das heißt ja einfach, so lange ist die Quest, oder irre ich mich? Muss eigentlich schon so sein. Dieses Mal wird es nicht Schau einfach, mal. aber man lebt nur einmal, nicht? Ich bin an der Strecke und mache auch ein paar Aufnahmen. Also zeig, was du Ja, genau, kannst. 45 ist mein Timer. Und. Ich meine, okay, aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass es. Es kann eigentlich nicht möglich sein, dass man die vielen Minuten hält. Ja, schau mal, jetzt habe ich schon wieder weniger. Ich kann da so schnell gar nicht fahren. Dass ich am Ende 45 Minuten habe, wenn ich rausfahre, oder? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und wenn, dann ist es so wahrscheinlich das Schwerste überhaupt, weil so lange brauche ich ja schon allein, um auszusteigen. Ja, genau. Oh. Das Aussteigen selber dauert ja auch ewig. Und ich wüsste nicht, dass es eine irgendeine Methode gibt, schnell auszusteigen. So. Ansonsten, wenn das wirklich eine Challenge ist, die man schaffen kann, habe ich keinen Bock drauf, sie zu machen, weil das ist einfach viel zu krass. Aber ich lieber die drei Trophäen bei den normalen Kurat-Films. Weil gäbe es keinen Sinn, wenn es da nur eine gäbe. Das wäre irgendwie komisch. Wenn es eine Challenge gäbe, dass es da nur eine Challenge gibt, anstatt drei. Jut. Ist ja nur verwirrend, weil es sieht ja genauso aus. Hallo, Bea. Ach schade, ich wollte noch richtig runtersausen. Aber jetzt ist das leider keine richtige Sause mehr, sondern nur eine langsame Slide. Oh, warte mal, genau. Den habe ich gemacht, den habe ich gemacht. Weiter oben ist keiner mehr, dann ist hier noch einer und da noch einer. So. Kann ich ihn dafür, wenn die da auf einmal neben mir spawnen? Ja, jetzt sind sie nicht da. Glaube, der Yeti wird erst im Yeti-DLC hinter mir her sein. Ah! Nein! Mensch! Ich hasse das. Wenn diese Gefahrzeuge so umschlagen, dann hören sie auf, Gas zu geben, selbst wenn du gedrückt hältst. Das geht so auf den Sack. Ach so! Ich meine, ja, da stand Wingsuit, aber woher soll ich denn wissen, dass ich das wirklich nutzen muss? Das steht doch immer da, oder nicht, wenn man zum Fahrzeug fliegt. Oder? Das habe ich schon.
Warum muss ich eigentlich immer so scheiße umfallen? So schlimm ist der Berg da doch jetzt auch wieder nicht. Das Thema diesmal ist, in der Wildnis zu überleben. Gib Gas, als wäre der Go. Yeti hinter dir Nein. her. Okay, Hilfe, nein! bist du bereit, Bro? Im Kopf. Es ist natürlich um einiges schwerer, die gescheit zu erwischen. Wechselfahrzeug, hä, was? Tschüss, ihr Flaschen! Oh. Also das da vorne ist hin, egal. Fährt auch so. Jetzt ist, glaube ich, nicht damit gedacht, um Land zu fahren. Servus, Leute! Und ja, ein bisschen weh. Schwankt ganz schön. Nein. Fällt euch ein, ihr dürft gar nicht auf den Motor schießen. Es ist nicht erlaubt. Tschüss, ihr Flaschen. Ui. Und dann haben wir noch hier oben die Quest. Dann ist ein sehr großes Teil des Videos ja dann sogar schon ziemlich rum. Oh gut. So, wer möchte denn brennen? Oh, warte mal, das ist ein da lang. Das sind keine brennwürdigen Gegner. Brennt! War mich ein paar Burn-Kills. Let's go! Oh, Hilfe. Ah. So, let's go. Oh, brennt so ein bisschen. Haben wir da sogar über eine Minute. Punk. Ich glaube, Autokills. Stimmt, die einzigen Autokills, die ich noch brauche, sind, glaube ich, solche. Oh. Ah, Okay, sollte ich vielleicht nicht versuchen bei sowas. Mein Gott, Alter! Jetzt da aus dem Wege, Leute! Ja, alles klar. So, let's go! Töne die! So. Gehen wir runter auf dem Wasser. Welche Richtung muss ich abbiegen? Das ist jetzt hier die Frage. Ich denke mal hier lang. Ah ja, da hinten ist er. Okay, der Ring ist einfach da hinten. Man sieht hier schon davor, aber sie werden dann halt nicht mit dem Punkt markiert. Also sie werden nämlich nicht auf der Map markiert, sag mal so.
zum nächsten Fahrzeug. Ach, was, was? So. In einer Runde Gyrocopter. Wir sind bei 16 Minuten für die Aufnahme und sind ein paar. Ja, das haben wir auch gerade gedacht. Warum genau stehen der exakt dort? Dass man nur so rumfliegen wahrscheinlich eher. Nicht so wie ich es gerade getan habe. Das ist keine Fahrhilfe, okay. Auch wenn ich jetzt auf Fortschritt gehe, müsste eigentlich. Ja, genau. Kyrat Films überleben ist auch komplett fertig jetzt. Ja, eigentlich dann ziemlich gut so. Servus. Was machen wir jetzt? Erstmal reinzoomen, bis wir wieder alles sehen könnten. Ein Karkels. Warte mal. Da geht's lang. Interessant, wie man da so kleine Dosen hat. Erst dort aussteigen, dann dreht er sich um. Hä? Ach so. Wahrscheinlich ist hier eine Höhle, oder? Ja. Wächst hier zweimal. Beide fast voll. Fast nicht mehr genug Platz für Geld. Ja. Auch Feuerkills hilft nichts. Ja. Nein, Feuerkills. Ich weiß noch nicht, ob Tierfeuerkills da auch zählen oder ob es nur normale Gegner sind.
überleben die denn so lange? Das ist ja krass. Geht's nicht hoch? Gar nicht? Es ist blöd. Reichen als in Kisten. Ja, alles klar. Okay, gut. Schreien sie rum wegen dem Vogel, okay. Gut, ich würde dann sagen, weiter geht's im nächsten Part. Bewerten nicht vergessen und ciao.